So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsteter Fisch. Nach einer dreiwöchigen Pause sind wir wieder da. Hallo Horst. Na, moin Jochen, ja, du warst in Urlaub und ich hatte sehr viel zu tun. Ich war fast die ganze Zeit über in Bayern, hab da unsere Fans besucht, hab da einige Messen gemacht. Jetzt war ich noch gerade in Mantenburg. Mit leichter Erkältung bin ich wieder zurückgekommen. Ich war aber auch schon zwischendurch wieder mit Heinz zum Angeln, also geht aufwärts. Du hast ja auch einen Terminkalender, ne? Also das ist ja voll bis oben hin und dann setzt sich ins Auto, düst einmal durch komplett Deutschland. Was hast du gemacht im Süden? Also im Süden habe ich da zwei große Angelgerätehändler besucht. Einmal Deutschlands größten Versandhändler, Gerlinger, weißt du, das ist ein Riesenladen da. Und in Meier in Neumarkt, also das sind alles wahre Angeltempel, weißt du, also das ist Wahnsinn, da bist du erschlagen. Das sind riesige Flächen, viel Angelgeräte und was das. Das Angeln ist ja auch so vielseitig, was du da hast. Haben wir unheimlich viele Kunden. Ne? Also von Kaufzurückhaltung, wie man immer, was die Leute das Geld zurückhalten. Zumindest, ich glaube, die Angelbranche ist da nicht so betroffen oder wenigstens noch nicht. War alles nettes Publikum da. Die Leute haben sich neues Gerät gekauft, was so viele, die sich für einen Urlaub vorbereiten. Mhm. Also hat schon Spaß gebracht. Also fühlt sich manchmal erschlagen von der großen Auswahl und denkst so, meine Güte, Leute, es ist doch auch nur Angeln. Naja, du, auch selbst ich, auch, guck mal, ich mache mich da ja auch nicht frei von. Guck mal, ich plane jetzt gerade, habe ich wieder mit Heinz gesprochen, wir drehen ja nach wie vor unsere Folgen für Rute raus, weißt du. Und im 10. Jahr mittlerweile oder im 11.? 13. 13. Jahr, oh Gott, ja. Und jetzt planen wir in der Folge, was auf eigenen so einem Waldsee in Mecklenburg-Vorpommern vom Kajak aus. Und da musst du dich natürlich auch vorbereiten. Also auf dem Kajak kannst du ja nicht alles mitschleppen. Also musst du dich da nur auf das Notwendigste konzentrieren. Nicht? Aber Heinz ist doch der perfekte Organisator für so. Ah, der, ja, doch, da konnte ich mich darauf verlassen würde, weißt du nicht. Ne? Auf alle Fälle organisiert er das. Weißt du, wir haben da ja Kajaks und ich bin dann, also wie gesagt, es wird ja immer moderner und diese Kajakangelei, also wenn du die Kajaks siehst, die sind zum Teil ausgerüstet, also mit, es gibt ja mittlerweile auch welche, die aufs Meer fahren, mit E-Motor, mit also Navigationsgeräten, dieses Live-Scope mittlerweile, dass du alles siehst, was unter Wasser ist, da werden Verfolgungsjachten auf Fische gemacht und. Aber wir haben so einfach herkömmliche Tretkajaks, ohne Echolot, ohne was, weißt du, einfach so die abpaddeln oder abtreten da, die Küstenregion. Und ab 1. Mai ist ja bei fast überall die Raubfischhuhnzeit vorbei, zumindest auf Hecht. Und das ist ja so ein klassischer Saisonstart. Mal sehen, was das bringt. Alle reiben sich die Hände. Ich kann mir die Folge schon lebhaft vorstellen, wenn ihr beiden in das Kajak steigt und Heinz erstmal im See landet. Na, ich hoffe ja zumindest, dass es kein, sonst es gibt ja auch Tandem-Kajaks, weißt du, nee, ich gehe davon aus, dass wir jeder unser eigenes haben. Aber es ist natürlich auch für, guck mal, für mich Neuland. Was schleppst du mit? Ne, du kannst noch eine Ersatzroute an Ködern, was du sonst hast du immer, du weißt ja selber, die Wahl der Qual und jeder hat. Und jetzt war ich gerade dabei, als du gekommen bist und hab dann schon mal mein Angelgerät versucht zu sortieren, was ich unbedingt brauche. Nicht? Also du brauchst da ja auf so einem Kajak, was du da musst du dich für irgendwas entscheiden. Angel ich jetzt auf Hecht, auf Barsch, ne, darfst auch nur eine bestimmte Anzahl an Ködern mitnehmen, aber da kommen wir ja in der späteren Folge nochmal drüber sprechen. Aber ist das überhaupt so dein Ding, so aus dem Kajak angeln? Man ist ja so eingeschränkt, man absolut. Muss gleichzeitig lenken, man muss gucken, dass man nicht umkippt. Nein, guck mal, dass diese Geschichte ist ja, das gibt ja diese sogenannte Bellyboote, weißt du, wo du drin sitzt und dann gibt es da eine On-Top-Bellyboote, wo du höher sitzt und ich habe da sehr, sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, weißt du, mit den Bellybooten auf dem Meer und weißt du, wenn du das nicht gewohnt bist und ich nur schon etwas betagter, älterer Herr, weißt du, und soll da den ganzen Tag trampeln, weißt du, du weißt ja, du setzt dich in so einen Kajak und das musst du eigentlich für dich individuell einstellen. Nicht? Dass du da treten kannst, dass du was du weißt, wo du was hast, du dich bewegen kannst. Nicht? Ja, nun hast du da irgendwie die Warthose oder ähnliches an, weil du im Wasser einsteigen musst. Du und dann, wenn du das nicht gewohnt bist, auf einmal kriegst du einen Krampf. Nun sitzt du mal in so einem Kajak, weißt du, und kriegst einen Krampf. Nicht? Dann weißt du gar nicht, wie du dich strecken und recken sollst, weißt du. Und das kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Also so ganz untrainiert sollte man da nicht reingehen. Aber wir sind immer in Ufernähe. Also auf alle Fälle würde ich nie in einen Kajak steigen, weißt du, wenn es aufs Meer hinausgeht. Dann siehst du ja, weißt du, wir haben hier heute auf einmal so Aprilwetter, der Wind läuft rum, du hast auf einmal eine Sturmböe, weißt du. Und ich hab schon Kajakfahrer, also ich will das jetzt keinem verdenken, aber man muss eben sehr vorsichtig sein, weißt du. Und ich bin ja viel früher auf Rügen gewesen zum Meereforellenangeln vom Ufer aus. Mhm. Und dann sind zwei Mann, weißt du, mit auch ältere Herren, die mit dem Kajak, die sich die Strömung unterschätzt hatten,
die kamen an, die waren fix und fertig. Die steigen in ihr Leben nie wieder in Kajak. Weißt du, die kamen einfach gegen die Strömung, nicht gegen Antrieb, immer weiter vom Land weg und sind dann quasi um das ganze Kop Arkona rumgeschippert und nachher am Nordstrand auf der anderen Seite, weißt du, da hat die Strömung da etwas nachgelassen. Da sind die mit letzter Kraft ein Boot gepaddelt. Und auch da, guck mal, diese Tretkajaks, weißt du, wenn du das nicht gewohnt bist, was ist genau so, wenn du jetzt auf einmal Marathon laufen sollst, weißt du, und hast kein Training vorher gehabt oder eine lange Radtour machen, das sind natürlich Muskeln, werden da angestrengt. Bringt bestimmt Spaß und ich sehe das ja so auf den Flüssen oder auf den Seen, weißt du, auch diese Paddelkajaks, weißt du, die dann mal ihre Angel auswerfen. Aber es gibt heute Stand-up-Paddler, die angeln, es gibt Schlauchbootfahrer, also jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Also für mich, ich mache das natürlich jetzt gerne mit, weil wir das ja auch mal zeigen wollen, was alles möglich ist. Aber ich würde mir nur keinen Kajak mehr kaufen. Ich glaube auch, man muss mit Sicherheit zu zweit fahren und Safety first. Also der Vorteil ist natürlich, du hast ja keine Motorkraft, du bist ganz leise, du kannst dich richtig schön ranpirschen. Und wenn du dich darauf eingerichtet hast, ich kenne jemanden, was du, der das seit Jahren macht, was du, der auch auf der Ostsee immer, was du, der hat dann das Boot für ihn perfekt ausgerüstet, der weiß, wie es geht und so, das ist schon in Ordnung. Ne? Aber wenn man dann so einen dicken Hecht, so einen richtig großen Hecht an der Angel hat, den musst du dann ja auch mal alleine da. Ja, aufpassen, was du auch mit dem Kescher kommst. Du hast ja nicht einen riesen Kescher, also du musst ihn dann schon müde drillen, dass du ihn fast ans Boot kriegst und dann in der Handlandung und dann musst du das Ding auch noch im Boot versorgen. Ne, du bist ja so sehr eingeengt. Ne? Also es geht und wir wollen mal sehen. Also wie gesagt, mein Hobby wäre es nicht, was auch wie mittlerweile auch hier bei uns, was in unseren relativ schmalen Gewässern in Nordfriesland gibt es jetzt auch welche, was so die mit dem Kajak und LiveScope. Dieses LiveScope ist ja jetzt so ein ganz modernes Echolot, wo du alles siehst. Ne? Ob der Fisch wegschwimmt, in welcher Meter ist, das ist praktisch schon kein Angeln mehr, das ist wie Jagen. Also du siehst den Fisch, weißt du, und kannst ihm dann direkt an Köder anbieten. Meistens muss er eben noch ein bisschen, also beißen muss er immer noch wollen, ob er es macht oder nicht, ist dahingestellt. Aber wenn er dann wegschwimmt, kannst du hinterherfahren. Und das Problem ist, was du, wo man sagen, jetzt hier bei uns und wir haben so einen 15 Meter breiten, unseren Monxiler Kanal oder ähnliches, und da liegt einer mit seinem Kajak, dann kannst du als Uferangler da nicht mehr hinwerfen. Ne? Also auf den großen Seen, was du, und auf diesen riesigen Wasserflächen, wo ja zum Teil der Motor verboten ist, da macht das Kajak dann schon wieder Sinn, nicht? Oder Ruderboot. Aber da würde ich doch lieber ein Ruderboot nehmen. Da kriegst du erstmal mehr mit und du sitzt ein bisschen bequemer und kannst dich dann auch nochmal ausstrecken. Also die Folge, die empfehle ich schon jetzt, obwohl sie noch nicht gedreht ist, und ich wette eine Kiste Bier, dass Heinz der Erste ist, der schön mit dem Bauch im Wasser landet. Schöne Grüße, Heinz. Grüße gehen raus von hier. Ja, wollen wir nicht hoffen, aber wie auf alle Fälle, man muss sich dann ja doch ein bisschen vorbereiten. Also die Wette steht und Heinz, wir trinken das dann zusammen hier in Nordfriesland, wenn du mal hier bist. Ich habe noch eine Erfahrung gemacht. Ich war ja in Dänemark im Urlaub und da sind wir erstmal, das war die Nordseeküste, sind wir hochgefahren und dann einmal über so ein Schleusenwerk und da massive Heringsangler. Ich glaube, da schon 30, 40, 50 geknubbelt. Die hatten richtig Spaß. Das wird wahrscheinlich wie der Sande gewesen sein, weißt du, das ist an der Nordseeküste der bekannteste Heringsplatz im Sommer, Makrelenplatz. Übrigens ein sehr bekannter Angelplatz. Da findet auch immer eine Heringsweltmeisterschaft statt. Ne, da steht dann der ganze Pier steht voller Angler da und je nachdem, wie die Schwärme sind. Ich weiß, mein Freund Christian Hoch hat da mal eine Reportage gemacht über die Heringsweltmeisterschaft und in dem Jahr hat einer gewonnen mit einem Hering. Was? Ja, sowas gibt es auch, nicht? Also, aber ich war heute Morgen gerade bei Jörg Ovens hier bei uns in Husum im Angelgeschäft und habe mir eine neue Warthose geholt. Und dann hat mir Jörg gesagt, also er hatte die beste Heringssaison ever. Also was er an Heringszubehör verkauft hat, also die zieht sich ja schon die ganze Zeit hin. Und im Augenblick, im Übrigen hier bei uns vor der Haustür, Holmersiel, Hochzeit, nicht? Die Heringsangler, da musst du mal hinfahren, da stehen die, wenn das mit der Tide passt, Schulter an Schulter. Ne? Da am Holmersiel. Da habe ich da auch schon mal eine Reportage gemacht, was auch mal einen Film gemacht mit Heinz. Das ist eine ganz andere Heringsangeleiart als ja, zum Beispiel in Wiedesande oder an der Schlei oder ähnliches.
jetzt, aber im Augenblick ist da richtig, also komischerweise, wenn das die Heringssaison an der Ostsee ein bisschen ausläuft, ne, beginnt sie hier bei uns an der Nordsee. Ne? Wie lange geht's noch um? Ah, ne? Eigentlich immer so ein bisschen Mai rein, weißt du, ne, wenn der Raps nachher blüht, also es kommen immer wieder neue Schwärme rein, weißt du, dieses Holmersiel, da ist ja so ein Salzwasser. Da, wo wir schon mal waren. Genau, das ist so ein Salzwasserbiotop hinter, nicht? Und da stehen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Tide passt, aber hier Hubert, mein Freund, mein Wurmlieferant, der will Donnerstag dahin, nicht? Und wie Hein Gilde, der unser ältester Angler hier, der und sein Kumpel Fritz Dux, die haben sich für Donnerstag verabredet, wollen zum Holmersiel zum Heringsangeln. Ne? Bist du dabei? Nein. Genug Hering für dieses Jahr. Ach ja, weißt du, ich habe genug und wie gesagt, ich muss mich jetzt auch vorbereiten, weißt du, jetzt mit den Drehen mit Heinz und war jetzt die ganze Zeit unterwegs und das Gras wächst und das Unkraut wächst und der Garten und da kommt ja Jochen, also da ist so viel zu tun. Und dann noch Podcast dazwischen, ja. Naja, das ist ja immer noch. Ich habe Freunde, die sind jetzt letzte Woche an die Ostsee gefahren, an die Schlei und die meinten, sie mussten einfach nur die Angel reinhalten, zack, volles Boot wieder raus. Ja. Hering satt. Ich glaube, die haben 200 Heringe. Ja, du kommst an Fangrausch. Du musst dir dann schon vorher Gedanken machen, wie du die verwertest. Ich war ja mit Heinz auch in Rostock vor dem Podcast, morgens eine halbe Stunde, hatten wir, glaube ich, 68 oder 86 Heringe. Und einen durfte ich jetzt, als wir neulich, wir haben so einen Fiederdreh gemacht, durfte ich einen genießen. Heinz, der verwertet ja auch jeden Fisch und der hat einen Rollmöpse gemacht. War noch in Ordnung, also gab es nicht viel zu meckern. Ein bisschen wässrig waren sie vielleicht noch, haben zu lange da drin oder haben zu wenig Essig reingetan, aber die Gurke hat er am besten hingekriegt. Drin. Was die Kollegen mir gesagt haben, wo die ein schlechtes Gewissen bekommen haben, dass sie die ausgenommen haben und viele haben noch nicht abgeleicht. Ist das eigentlich ein Problem? Nein, ach nein, nein. Also die Heringsbestände, zumindest die küstennahen, die sind, glaube ich, relativ gesichert. Und da ist so viel Laich, wenn das alles durchkommt, die sind ja so ergiebig, weil hier muss man gucken, so am Nordostseekanal und alles, das ist ja wie Klebe. Die kleben ja den Laich an Steinen, an Krautritt, das sind richtige Ballen sind das und die Komoran hauen dazwischen, also ich glaube der Heringsbestand, die sagen ja was so die große Heringsfischerei, aber die schwärmen und in diesem Jahr hatten wir, also sonst haben die immer geschimpft, der Schleihering ist so klein, der Ostseehering und dieses Jahr waren alles Löwen, also richtig große Heringe, alle mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Mensch, was für schöne Heringe und ist ja auch ein wunderbarer Fisch, also absolut. Delikatesse. Hubert war im Holmersiel, hat er mal getestet mit seinem Neffen. Er hat ruckzuck 12 Stück gefangen, sagt er dir, dass ich abends gleich in die Pfanne gehauen habe. Das war ein Gedicht. Ne? Kann ich da eigentlich mit diesem Touristenschein hin? Nee, du brauchst da gar nichts. Du brauchst eigentlich nur diese Fischereiabgabe für Schleswig-Holstein. Im Meer brauchst du ja keinen Angelschein. Ne? Ach so. Okay. Ich überlege gerade, weil die Geschichten, die mir erzählt wurden vom Hering, ich mag Hering, ich werde berichten, vielleicht. Also du wärst, das bezieht sich aber nur auf die Nord- und Ostsee in der Schlei und so, da musst du dann natürlich immer die Erlaubnis haben, ne, aber hier für die Holmersiel kann ich hin. Ja, kriegst du für die Fischereiabgabe, nicht? Und dann mit dem Touristen-Fischereischein, da wenn die kontrollieren ja auch nur, ob du diese Fischereiabgabe bezahlt hast. Ne? Okay. Das ist die kleine blaue Marke. Irgendwann wirst du überrascht sein, dann komme ich hier hin und zeige dir meinen ersten Fisch. Ja, dann ruf an, ich komme mit, weißt du. Also wie gesagt, dass ich keine Lust habe, kann ich auch nicht sagen, weißt du, aber ich habe einen Augenblick eigentlich, ich muss mal das alles fertig kriegen, was wir sind so, wie gesagt, was wir, wenn es jetzt, wir haben ja heute wieder so ein typisches Aprilwetter, sonst hätte ich heute schon mal Rasen gemäht und morgen, was von mir ist, ein guter Angelfreund von mir ist verstorben und die Witwe sitzt ja allein bei ihr im Haus und der hat einen Gartenteich, da kommt sie nicht mit klar und morgen will ich mit meinem Kumpel dahin, habe ich versprochen, wir machen ihr den Teich nochmal sauber, den Filter, alles in Ordnung, was so, das sind über Winter, die Fische ein Teil erfroren und das bin ich meinem alten Angelkumpel schuldig, aber so hat man immer was zu tun. Ich würde lieber angeln fahren, aber es gibt ja auch gewisse Verpflichtungen, denen man nachkommen muss. Ich wollte mit dir heute über ein Thema reden, über das ich jetzt im Internet gestolpert bin und es gab einen Artikel über die Philosophie vom Anfüttern. Jetzt ist ja, du hast es ja erwähnt, im Mai Raubfischsaison geht und dann geht es ja auch darum, dass man auch ein bisschen, oder auch beim Friedfischen vor allen Dingen auch anfüttern und dann haben die alle ihre Rezepte erklärt, was sie denn alles nehmen und was sie dann hinterher auf den Haken, und da wurde mit Reis geködert und so. Gibt es, macht jeder sein eigenes Ding oder gibt es einen Megatipp von dir? Naja, Megatipp gibt es schon, also wenn wir so sagen, guck mal,
anfüttern, also es gibt ja, das kommt immer auf die Angelart. Ne? Du, ja. Es gibt Angelarten, was du, wo es unbedingt erforderlich, dass du anfütterst. Das heißt eigentlich, du legst normal, was für, die Jäger würden sagen, so einen Luderplatz an. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt ein Gewässer hast, versuchst du die Fische anzuködern, indem du denen was für Nahrung im Überfluss anbietest. Ne? Und wenn das gibt, es kommt, was wir jetzt früher, also angefangen hat das eigentlich mit dieser Friedfischangelei früher, mit den Kopfruten, mit den Stippen, weißt du, die, das wurde ja immer, die wurden immer länger. Wir haben ja früher noch mit Bambusruten, dann gespliesten Ruten und dann kam Kohlefaser, Kohlefaser, Fischgewebe. Und du kriegst ja heute Ruten, die du auf 16,5 Meter ausziehen kannst, als Kopfruten nennt sich sowas. Also da kannst du immer hinten nochmal einen Teil rüberschieben, noch einen Teil rüberschieben und dann, weißt du, und exakter kannst du ja nicht angeln. Du futterst ja genau, das ist nämlich das Geheimnis des Füttern. Du musst ja auch genau wissen, dir den Futterplatz merken. Wo platziere ich mein Futter? Es bringt ja nichts, was du im reißenden Strom mein Futter zu packen, dass gleich alles weggeschwommen wird. Und danach musst du auch das Futter zusammenstellen. Nicht? Aber der Klassiker ist eigentlich früher von der Kopfrute her vom Stippen. Nicht? Dann hast du man hat jetzt eine 11 Meter Stippe gehabt und dann 11 Meter Schnur und dann 2 Meter vor der Stippe. Und dann hast du immer diese Rutenspitze genommen als Zielpunkt, wo du dann ein Futter platzierst. Und nun musst du aber einkalkulieren, läuft da wenig Strom, läuft da viel Strom oder ist das ein Stillgewässer? Guck mal, wenn du ein Stillgewässer hast, dann kannst du genau auf die Rutenspitze füttern oder da, wo deine Pose ist. Wenn der Strom läuft, musst du ein paar Meter vorwerfen und dann kommt die Zusammensetzung des Futters. Ne? Der Hauptbestandteil allen Futters ist Paniermehl, also Semmelbröselmehl. Mhm. Ne? Und früher, was kriegst du das vom Bäcker, was du immer für kleines Geld, mittlerweile gibt es das auch nicht mehr. Also das gibt ja, die Angelläden machen dann jetzt im Frühjahr sogenannte Futterfeste, wo sie dann das Futter in 25 Kilo Säcken, früher 50 Kilo, kann heute keiner mehr tragen, also 25 Kilo Säcke und dann eben abgestuft auch und dann gibt das Zutaten, du glaubst das nicht. Also die Lebensmittelbranche, es gibt von A bis Z alles, was du Anis, Zucker, Vanille und jeder hat da so sein Geheimrezept und Farbstoffe und Tinkturen. Also, wenn du früher, was du, hatten wir ja in Deutschland dieses Wettangeln, also Vergleichsangeln erlaubt. Mhm. Da haben zum Beispiel bei uns in Dörpum bis zu 300 Angler da gesessen an einem Tag. Und jeder hatte seine eigene Futterrezeptur. Dann weißt du, ein Jahrmarkt war dagegen Dreck, weißt du, wenn du darüber gingst, du hast geschnüffelt. Ich habe immer gesagt, die Fische müssen wahnsinnig werden, wenn die hier lang gehen, weißt du. Der eine hatte Anis im Futter, der andere Vanille, der andere Lebkuchengewürz. Und also alles, was stinkt und riecht, kommt da rein und wird damit eingemischt. Und jeder macht da ein Geheimnis draus, weißt du. Es gab mal eine Futterfirma, das hieß, glaube ich, X21 La Sirene. Vieles kam aus Belgien und aus Frankreich. Die sind ja noch viel verrückter, was dieses Füttern und Angeln angelangt als wir. Die dürfen ja auch noch Wettkämpfe fischen, auch heute noch. Da war angeblich Taubendreck drin, also Taubenmist. oder Taubenkot besser gesagt, weil diese Tauben, weißt du, sitzen ja überall auf den Brücken und alles koten ins Wasser und die Fische haben gefuttert. Weißt du, du musst ja wissen, Jochen, früher waren unsere Gewässer ja alle mitteltrüb. Ne? Wir hatten ja, da gab es ja wenig Kläranlagen, da wurden von den Molkereien die Reste reingelassen und alles. Und das hat den Fischen eigentlich gut getan. Ne? Wir hatten einen Fischbestand, und heute kippen die Gewässer, die sind alle klar, weil es überall Klärgruben gibt und wenige. Und die Fische waren früher eben alle mitteltrüb und da war unheimlich viel Nahrung. Und heute gibt es eben Gewässer, die sind eben nahrungsarm und da stellt sich auch der Fischbestand dann um. Mhm. Und guck mal, und dieses Futtern, also erstmal dieses mit den Pan, guck mal, ganz früher, als ich als junger Mann angefangen bin, haben wir Kartoffel und altes Brot. Haben wir als Futter genommen. Nicht? Das wurde so gemanscht, eine Pampe gemacht und dann wurde reingeworfen. Guck mal, und wir kannten ja auch keine Maden und Pinkies und sowas als Köder. Dass man sowas kaufen konnte, haben wir gar nicht gewusst. Da habe ich immer ein Stück Weißbrot gehabt. Mhm. Hast du ein Problem? Ja. Ne? Nee, funktioniert wieder alles gut. Ach so, ich hatte ein Stück Weißbrot oder Toastbrot am besten, weißt du, das habe ich mitgenommen und während dass ich zum Angeln geradelt bin, habe ich das im Mund gemacht und ein bisschen feucht gemacht und dann nachher geknetet und da haben wir unser Teig und mit diesen Teigkügelchen haben wir geangelt. Hat geklappt. Ja, wunderbar, weißt du, ich weiß noch, ich bin mal König geworden, da haben wir 3 Stunden Wettangeln gemacht, da war meine Stippe,
glaube ich, 5 Meter lang oder 5,50 Meter. Und da war so ein Schachtelhalmfeld, dahinter habe ich mein Futter geworfen. Und ich glaube, ich hatte fast 200 Fische gefangen in 3 Stunden dann. Weißt du, die wurden ja damals noch gezählt und gewogen. Und alles nur mit Teigklumpen. Ne? Also, und dann nur so ein bisschen. Und dann wurde das verbessert mit Vanille oder sowas alles. Funktionierte auch. Und dann irgendwann hatten wir einen bei uns im Verein, der hat viel auswärts gearbeitet und der ist dann schon irgendwo mal in die Großstadt gekommen und war auch in einem Angelladen, was für Angler ist ja so ein Angelgeschäft wie ein Spielzeugladen für Kinder. Weißt du, wenn du irgendwo hinreist, guckst du immer erst mal, irgendwo ein Angelgeschäft da ist und dann mal rumstöbern, da mal durchgehen. Nicht? Und dann ist er auf einmal, hat er gewusst, dass es Maden zu kaufen gibt, Angelmaden. Nicht? Hat uns das aber nicht erzählt und hat uns immer nass gemacht, weißt du, nicht? Er hat gefangen und alles, haben wir gesagt, der kann doch nicht angehen, nicht? Und bis er dann mal mit der Sprache rauskam und irgendwann haben dann auch unsere Angelgeschäfte nachgezogen, nicht? Und mittlerweile gibt das ja, guck mal, in Deutschland ist das verboten, Maden zu züchten, die werden, glaube ich, alle aus England und aus anderen Ländern importiert, aber ich habe in England mal so Wettangel mitgemacht, da ist wie im Angelgeschäft, denkst du, du bist in der Fleischerei, die haben so Kühltresen mit großen Schub Laden und die sind dann voll mit Maden. Alle Farben, Jochen, die du dir vorstellen kannst, die haben wir nachher auch selber eingefärbt. Lämpchen hießen die dann. Die leuchteten, die waren phosphorierend. Gelb, rot. Bei uns wurden nachher... Zum Anfüttern? Ja. Und bei uns wurden früher die Maden, die roten Maden sind verboten worden, weil... Weißt du, weil wir da wurde so Unmengen reingeworfen, die Fische haben sich darauf eingestellt, die Aale hatten auf einmal alle Rotbäuche, wir dachten alle, die wären krank, die haben daher alle nur noch sich von den Maden ernährt und von den Pinkies, weißt du, die da mit ins Futter gemischt werden. Und heute ist eben bei uns nur noch die weiße Made erlaubt, weißt du, oder mit Lebensmittelfarbe, mit rote Beete und ähnliches wurde das alles eingefärbt, denn diese in der Natur vorkommenden Zuckmückenlarven, die es bei uns weniger gibt, aber so im süddeutschen Raum und in den schlammigen, da gibt es, das gibt so kleine Zuckmückenlarven, weißt du, die sind rot, richtig feuerrot, nicht? Und das ist wohl die Hauptnahrung der Fische. Und deswegen wurden die Maden eben rot, nachher gelb, lila, Lämpchen eingefärbt. Aber ist alles verboten. Heute fischen wir alle mit weißen Fleischmaden, die meistens auf Hühner gezüchtet werden, so auf Hühnerabfällen. Hast auch mal eine Hühnerfeder mit in der Madenschachtel. Und die werden literweise gekauft, Jochen. Na, du kannst hier in den Angelladen gehen, dann kaufst du so eine kleine Schachtel, ist ja heute alles geregelt. Aber wenn ich jetzt mir sage, ich bestelle mir dann, wenn ich mit den alten Säcken losgehe, einen Liter Maden, nicht? Und einen halben Liter Pinkies oder ähnliches, weißt du, und dann diese Maden, die mischst du denn mit in dein Futter, weißt du, und was du gerade jetzt, was sehr populär ist, ist ja dieses Fiedern, das Stippen ist ja mittlerweile unpopulär, weißt du, es gibt ja alles jetzt diese Fiederhuten mit dem Fiederkorb, wo du dein Futter reindrückst und die Maden machen das dann wieder locker und lösen das dann auf in strömenden Gewässer und nicht, und da sind Fische. Also wenn ich mal Angeln über habe und ein paar Maden übrig habe, dann fütter ich meine Fische hier in meinem Teich, du sollst mal sehen, wie die darauf abgehen, nicht, also das ist schon eine sehr eiweißreiche Nahrung. Okay. Ne? Dann ist jetzt so dein Tipp für das Anfutterfutter. Was würdest du empfehlen? Was machst du? Also ich bin ja nicht kein Freund von ich. Erstmal war so, es gibt immer Fertigmischungen zu kaufen. Ne? Es gibt welche für Stillwasser, für Fließwasser, für stehendes Gewässer, für Strömung, für Brassen, für Aalern, für Rotauge, für Plötz. Erstmal muss der Angler selbst dran glauben. Ne? Der Bestandteil alles von, also der Hauptbestandteil allen Futters ist Paniermehl. Ne? Dazu kannst du dann jetzt Zutaten machen. Also ich habe früher immer ein Lebkuchengewürz. Also es war ja so, Jochen, wir haben ja jedes Wochenende 2, 3 Wettbewerbe gehabt. Da habe ich mir beim Bäcker-Einkauf eine Kundennummer geben lassen, weil mir das nachher zu teuer wurde. Was die Tüten Lebkuchengewürz und alles die kleinen. Ne? Und die kriegst du ja am Kilo viel mehr. Also ich habe unten noch in meinem Anglerraum, habe ich noch Dosen mit Lebkuchengewürz, mit Sternanis und ähnliches. Das, was du so kiloweise kaufen konntest, Vanilleextrakt und ähnliche Dinge. Nicht? Und also der Hauptbestandteil ist Paniermehl. Wenn ich jetzt auf Friedfische angeln will, Brassen und ähnliches, dann kann ich vielleicht noch mal ein paar Haferflocken mit reinmachen. Also ich selber für mich verrate ich jetzt ein Geheimnis. Also ich habe viele meiner Erfolge gehabt mit Bittermandel.
Eine Bittermandel ist Marzipan. Das riecht ganz intensiv nach Marzipan. Das gibt es in so ganz kleinen Fläschchen zu kaufen, kann man aber auch kiloweise kaufen in so Literflaschen, nicht? Und das habe ich in mein Wasser mit angerührt und dann eben gesagt, was so, das wurde eben nicht zu nass machen, was so, dass das muss eben beim Aufprall aus dem Wasser, wenn das stehende Gewässer ist, auseinanderfallen. Aber da muss man immer ganz vorsichtig sein mit Wasser dosieren. Manche rühren das Futter auch noch durch ein Sieb. Viele, früher hatten die richtig was, so eine Vakuum, nachher Bohrmaschine, wo sie sich das Futter angerührt haben, in den großen Flüssen, in der Elbe, im Rhein, in der Mosel, wo sehr viel Strömung ist. Da wurde das Futter dann nachher begrenzt auf 10 Kilo pro Durchgang. Da wurde das Futter um diese 10 Kilo wurde dann so gepresst, also so ein 10-Liter-Eimer, dass du dann nachher das Messer abgebrochen hast, um das rauszuholen und wieder Löcher, damit du genug Futter hattest. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand sich heute sein Futter mit, der kann in den Angelladen gehen, sich so eine Fertigpackung kaufen, die kann da aber immer noch strecken und verlängern mit Paniermehl. Mittlerweile kostet so ein Beutel, das ist auch, glaube ich, schon immer um die 5 Euro und ähnliches. Und das ist auch der Hauptbestandteil, das riecht und es ist färblich eingefärbt. Also ich habe so aus der Medizin, Auramin, Rhodamin, da konnte man das Futter mit, da brauchtest du nur eine Messerspitze von diesem Rhodamin ins Futter machen, das war quittegelb, nicht? Oder heute nimmt man dann auch vielleicht mal rote Beetesaft, um das rot zu machen. Und Geheimtipp, wenn das Futter etwas schwerer sein soll, Maulwurferde. Einfach normale mit Erde mit reinmachen, die bringt immer ein bisschen Gewicht und dieser Futterballen fällt schnell zum Wasser, nicht? Mhm. Und wenn, wie gesagt, wenn man jetzt ein fließendes Gewässer hat, dann muss man diese Futterballen eben ein bisschen mehr Mehlanteil, nicht? Und dann die pressen, dass das so härtere Bälle sind, die nicht gleich so plopp runtergehen. Und im stehenden oder fließenden Gewässer ist es auch manchmal gut, wenn das Futter schon an der Oberfläche auseinanderbricht und dann schön so langsam zum Gewässer rieselt. Denn dieses Futter ist in der Regel so fein gemahlen, der Fisch soll sich da ja nicht satt dran essen oder fressen, sondern er soll dann auf die Partikel, die man beifügt, nicht Maden, Pinkies, Würmer, mittlerweile, was so, hört sich jetzt ein bisschen brutal an, aber es gibt ja spezielle Scheren, um Würmer klein zu schneiden, was du, dass du so Wurmstücken dazwischen hast. Und wenn jemand auf Brassen angelt, ein Wurm, so ein richtig schöner Gelbschwanz oder auch ein Stück vom Tauwurm, ist nach wie vor immer noch der beste Köder auf dem Haken. Ne? Und man kann natürlich, Mais ist sehr begehrt, nicht? Das ist aber nur für die Friedfischangelei, Jochen. Ich habe Reis sogar gelesen. Reis, Nudeln kann man nehmen, nicht? Und dann kommt ja die ganze Bolli-Geschichte zum Karpfenangeln, nicht? Die noch dazu, das ist nochmal ein Thema für sich, was so diese Bollis, das sind ja so kleine Murmeln, mhm. Also die sind extra, weil viele Angler, die jetzt gezielt auf Karpfen angeln wollen, die wollen natürlich keine Friedfische haben. Die wollen ausscheiden, dass die Brassen, die Rotaugen, die Plötzen ihnen das ganze Futter wegfressen. Und die füttern, dann machen dann erst so mit Partikel, dass sie ein bisschen Futterplatz haben. Und dann wird mit Bollis gefüttert. Bollis musst du dir vorstellen, das sind wie Marmeln. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ne? Wenn die Bollis so klein sind, die fressen auch die Brassen und alles. Die Dinger werden gekocht und getrocknet. Die sind steinhart. Die kannst du mit einem Katapult Scheiben einschießen. Und die knacken die Fische nachher, die knacken ja auch Muscheln. Und da wird dann gezielt auf Karpfen geangelt mit Haarmontage und ähnliches. Und die Karpfenangler teilweise, die verklappen ja richtig viel Futter, weil so die lesen das Wasser, die gucken, wo ist eine Futterstraße, wo sind Blasen, wo gründeln Blasen, wo gründeln Futter. Und da legen die Futterplätze an. Und weil sie das ja nicht so genau treffen können, da gibt es richtig Katapulte, große Posen, weißt du, mit so einem Mechanismus, wenn die auf dem Wasser aufklatschen, fällt das Wasser raus, die werden eingeklippt. Und der neueste oder das modernste sind Futterboote. Die haben Boote, die kosten über ein paar tausend Euro. Die kannst du mit dem Handy genau auf dem Futterplatz steuern, wo du haben willst. Dann machst du das Futterboot auf, das musst du dir vorstellen wie eine Schute, dann klappt das Ding aus, dann fällt das Futter genau auf den Punkt. Und genau da bringst du dann auch deinen Köder hin, den kannst du da nicht mehr hinwerfen, den bringst du auch mit diesem Futterboot raus, das wird alles übers Handy gesteuert, das ist eine Technik, also da die Leute, die das machen, weißt du, das sind schon also absolute Spezialisten, also diese Karpfenangler, die stecken da ein Geld rein, weißt du, und das ist ein Wahnsinn, weißt du, die sind ja mit elektronischen Bissanzeigern und einige kochen sich ja diese Bollis auch selber, weißt du, das gibt es Geheimrezepturen.
säckeweise wird das Zeug gekauft. Ne? Mit Booten habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja, das ist doch kein Angel mehr. Das ist doch völlig. Daher, das dann sitzt du ja nur noch mit dem Handy und steuerst alles über die App, guckst da, wo ist der Fisch, ja, das Futter dahin und dann. Na, den Fisch, den konnte, da müssen sie, da gibt es doch so ein Dipper, also so ein Unterwasser, da kannst du dann vorher die Plätze mit erkunden. Nein, nein, diese Karpfenangler, also die das so intensiv machen, die genießen die Natur. Ne? Die, wenn die so einen Futterplatz machen, die machen dann auch so eine, sie setzen das ganze Wochenende oder die ganze Woche denn da. Ne? Die haben dann meistens Zelte damit und eine Karpfenliege, die sind komplett ausgerüstet. Die machen Camping in der Natur und verbinden das mit Angeln. Mhm. Nicht? Und haben dann ihren Spaß daran. Und ich muss ja sagen, Karpfen im Drill und so, nicht? Der fegt ab, also das ist ja von unseren Süßwasserfischen einer mit der kampfstärksten Fische. Nicht? Aber das ist eben so vielseitig unser Hobby, Jochen. Da gibt es eben welche, die sich jetzt nur absolut aufs Karpfenangeln versteifen, die sich aufs Wochenende freuen, die vorher schon, was wir haben früher ja auch, heimlich gefüttert, weißt du, dass gar keiner was mitkriegt. Guck mal, ich habe neulich mit Heinz eine Reportage gemacht über das Karpfenangeln, da hatten wir einen wunderbaren Guide, der für uns einen Futterplatz angelegt hat. Der hat sich getarnt als Raubfischangler, damit keiner sieht, dass er da anfuttert. Ist jeden Tag kilometerweit gelaufen, als wenn er mit der Spinnrute losgeht und hat dann im Schilf auch gar keine Löcher gemacht, sondern hat da irgendwo Plätze angelegt zum Futtern, weil so, dass kein anderes mitkriegt. Denn die größte Blamage und die größte Pein ist ja, weißt du, du fütterst eine Woche lang an und das kriegt eigentlich einer mit und sieht das, weißt du, und dann kommst du am Wochenende hin und wirst das dein Angeln genießen und da sitzt schon jemand. Ne, und den kannst du ja nicht wegjagen, der kann sich ja hinsetzen, wo er will. Also das Futtern, das hat teilweise nimmt das Ausmaße an. Nicht? Also in einigen Gewässern ist das auch schon verboten zu füttern. Vielleicht kann man auch vorstellen, wenn zu viel in einem stehenden Gewässer ist, wenn das Gewässer nicht groß genug ist, ist es ja auch nicht ideal. Nein, da muss man schon irgendwie maßvoll mit rumgehen. Nicht? Also wie gesagt, aber früher so in diesen großen Strömen, was die Yacht, guck mal, die Fische sollen ja immer noch größer, immer spektakulärer und immer größer werden und demnach werden die Bollys dann auch immer größer und dann werden nicht, das sehen dann nur noch diese riesen Bollys und dann gibt das eben so ganz spektakuläre Plätze, weißt du, so jetzt leider ja bald nicht mehr, diese Atomkraftwerke, diese Warmwasserausläufe, die waren ja super Plätze, da konnte man im Winter auch noch wunderbar auf Karpfen angeln, weil das Warmwasser da ist. Guck mal, und der ganze Tourismus, Rumänien, Bulgarien, Frankreich, da werden ja richtig Karpfen ausgesetzt, weißt du, weil die Leute da eben ihren Urlaub verbringen und fangen Karpfen. Die Karpfen haben zum Teil schon Namen, Bloody Mary und weiß ich was alles, weil die teilweise, da war ein Aufschrei in der Karpfenszene, irgendeine, ich weiß es gar nicht, Black Lady oder ähnliches, weißt du, die wurde ja immer größer, die wog nachher dann schon fast 40 Pfund und auf einmal kam durch Altersschwäche, nahm die ab, dann war das nicht mehr so spektakulär. Black Lady hatte aber eine Schlankheitskur gemacht, die wog dann auf einmal nur 38. Die Fische sind ja sehr markant und wurden ja im Ausland, bei uns ist es ja verboten, immer wieder zurückgesetzt. Guck mal, es gibt in Frankreich und in England gibt das richtige Seen, wo Karpfen ausgesetzt werden, wo die Leute nur auf diese Karpfen angeln, um die zu angeln und dann wieder schwimmen zu lassen. Wahnsinn. Also wir halten fest, es ist eine Kunst für sich, das Anfüttern. Wir hatten auch schon mal gesprochen, wie man wirft. Das lassen wir jetzt mal her. Und wir haben aus dir zwei Geheimnisse. Was war das nochmal? Mandel? Nee, bitte. Bari-Bitter-Mandel heißt das Zeug. Das ist flüssiges Mandelzeug. Also das ist so ein Marzipangeruch. Man braucht es nicht übertreiben. Also ich selber habe immer so eine Kiloflasche. Heute, weißt du, ich mache da ja auch kein Geheimnis mehr draus. Früher hätte ich das nie verraten. Aber es gibt ja kein Wettangeln mehr. Und bei uns bei den alten Säcken hier, da hat jeder sein geeignetes Rezept, was du und du weißt ja, da sind auch einige sparsam, die kaufen sich dann auch kein Liedermaden, sondern nur eine Schachtel oder ähnliches, weißt du, und fangen auch ihre Fische. Ne? Also man muss auch Vertrauen in seinen Köder. Wichtig ist, dass man sich den Platz, den man anfuttert, auch merkt und da auch seinen Köder präsentiert. Es nützt nichts. Du, ich habe da nochmal so eine Geschichte, da war ich mal mit Heinz, ja, wollten wir auch mit irgendjemandem angeln in so einem Kanal und der wollte für uns futtern. Und ja, der war Karpfenexperte und ähnliches. Und als wir dann ankamen, ich sag, wo hast du denn gefüttert? Er sagt, ich fütter nochmal. Du, und dann ist der, weißt du, wie ein Fischer, weißt du, der so ein Teichfischer mit der Schaufel und hat immer so
Futter ausgestreut, was über das ganze Gewässer, als wenn du irgendwie Saat ausschmeißt, nicht? Aber über das ganze Gewässer verteilt, nicht? Und das ist verkehrt. Du musst immer punktgenau futtern, nicht? Also immer auf den Punkt. Und auf die Strömung achten. Auf die Strömung achten und immer genau den Punkt auch markieren, weißt du, wo du wirfst. Das gibt extra Futterbojen, weißt du, wo du dann die Boje hinwirfst, dass du da immer hinwirfst und schießt. Du, das gibt Experten, die schießen mit dem Katapult, mit dem Kashi, weißt du, wenn sie jetzt so beim Friedfisch angeln, die treffen ihre Pose, die treffen auf dem Quadratmeter, was so, die haben unterschiedliche Katapulte, also da wissen sie genau, wenn ich das bis da ausziehe, bis zu der Markierung, dann fliegt das so weit, dann fliegt das so weit und da schießen die sich darauf ein, das trainieren die tagelang, um genau, punktgenau zu fordern. Ich hatte damals ja, als wir Friedfischangeln waren zusammen, keine Katapult und ich habe auch nicht genau getroffen und ich weiß noch, ich habe deinen Blick noch vor Augen. Horst, vielen Dank für diese wundervolle Folge. Sehr gerne, Jochen. Danke dir.